Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine, ich habe dabei den lieben Mike. Hallo. Und den lieben Lukas. Hallo. Heute spielen wir, wie ihr es vielleicht schon im Titel gesehen habt, eine Find the Button Map. Dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Let's go. To start, of course, you have to find the button. Ja gut, dann lass den mal suchen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der vielleicht hinter so einem Banner ist oder so. Hinterher Fun. Hab ich schon geguckt. Okay, ist der vielleicht unter, du hast auch gerade schon hier unter den Dingern geguckt, ne? Ja, vielleicht in so einer Ecke? Der Info-Button? Nee, ich glaube, es gibt keinen Info-Button. Hab ihn. Hast du ihn? Wo? Ja, wurde. Da hier. Ja, kann ich mir schon denken, dass er da sein wird. Ja, so, wir starten mit Level 1, Planes. So, das ging aber ganz schnell. Level 2. Und ich hab ihn. Ich hab auch einen gefunden. Isn't me. Oha. Okay, das ist frech. Wo war der? Wo war der andere? Aha, hier. Ja, da wird's der sein. Oben. Ja, Flower Forest, Level 3. Das Level, die sehen irgendwie schön aus, die Level. Die Level sind wirklich schön. Ja. Ich hab tatsächlich, Storytime, ich hab auch mal eine Find the Button Map mit einem Typen gebaut, aber in der Pocket Edition. Und da haben wir auch so ein bisschen so ein ähnliches Level-Design benutzt. Und das haben wir so ein bisschen wie eine Mario-Welt aufgebaut. Sozusagen, dass du so eine Lobby hast sozusagen, dann kommst du in die Welt rein und kannst dann von Level zu Level gehen. Du hast ihn, okay. Wahrscheinlich hier hoch, ne? Ja. Safe. Achso, da hinten. Ah, okay, perfekt. Dankeschön. Okay, Level 4, River. Gut, River. Dann wird er wahrscheinlich auch im Wasser sein, kann ich mir nur vorstellen. Oder hier vor. Hier, hab ihn. Hier hinten. Oh, krass. Let's go. Birch Forest. Gut. Da wird er wahrscheinlich nicht sein. Auch? Nee, das ist er nicht. Das war klar. Okay. Wir sind. Wo? Ja, okay. Easy. Desert. Desert. Okay. Also Level 6. Oh oh. Oh oh. TNT? Nee, es ist nur ein Soundeffekt gewesen. Okay, gut. Ups. Ich hab schon Angst bekommen. Ein wenig. Eventuell hier an der Decke irgendwo. Hab ihn. Ja. Oh wow. Beach, Level 7. Beach. Let's go. Er wird wahrscheinlich hier unten im Wasser sein. Ja, hier. Guten Tag. Ocean, Level 8. Das ist ein bisschen schwieriger hier mit den Korallen in dazwischen zu finden, I guess. So. Ich bin der König der Welt. Ich habe ihn auch schon gefunden. Wo war er? Wo war er denn? Unterm Boot. Wahrscheinlich wird er hier, da oben. Der ist da drin. Yes. Und da habe ich ihn. Es ging aber flott. Savanne. Unterm Kessel. Oh. Ja, warte, ich komme nicht ran gerade. Warte. Warte, wie heißt es da nochmal? Da. Aua. Badlands, Level 12. Oh, ich finde das voll nice, das Design hier mit den Korallen. Das hat was. Das passt zu Badlands. Das muss ich mir echt mal merken. Hier, hab ihn. Dann. I hope you have a little skill at parkour. Oh, okay. Naja. Also noch bin ich nicht da. Wir schneiden das so raus, dass es so aussieht, als hätte ich den Parkour One First Try geschafft, ne? So. Hier hoch wahrscheinlich. Da hinten rein. Oh Mann. Aua, ich bin komplett runtergefallen. Mushroom Fields. Oh, das ist toll. The button isn't on my color. Was isn't on my color? Ja, dann wird die wahrscheinlich auf dem braunen sein. Da ist er, hab ihn schon. Hier auf dem Pilz. Okay, man kann ja auch Lianen hochklettern hier. Ich glaube, ich weiß, wo der sein könnte eventuell. Ja, hab ihn. Ist hier hinten einfach am Baum. Ja, moin. Jungle, Level 15. Du musst hier an dem dicken Baum hochklettern und dann rüber an den kleineren hier springen. Ah ja, ich seh's. Warte, das teste ich mal. Ah, verdammt. Okay, ich muss hier hoch. Ich werde ihn noch nicht drücken. Also. Alles gut. So, und dann auf den kleinen hier drauf. Okay, nice. Let's go. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like und Abo da. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu Part 2. Bis dahin und man sieht sich. Ciao, ciao.